Das Rednerpult ist leer und trotzdem lauschen die Zuhörer in Ulm gespannt. Im vierten Teil der Online-Ringvorlesungsreihe Dalek war am Mittwochmittag Budapest an der Reihe. Dr. Jenő Kaltenbach von der Andrassy-Universität in Budapest referierte zum Thema demokratische Rechte und Werte von Minderheiten in Ungarn. Übertragen wurde die Vorlesung in die Partnerunis nach Wien, Belgrad, Craiova und Ulm. Anschließend konnten Fragen an den Referenten gestellt werden und es wurde auch in Ulm noch angeregt diskutiert, unter der Leitung von Carmen Stadelhofer vom Zentrum für angewandte wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm. Mitnehmen tue ich zwei Dinge. Zum einen, dass wir jetzt sehr gut informiert sind über die rechtliche Lage, aber doch nicht ausreichend erfahren haben, wie die Situation der Minderheiten und das Verhältnis Minderheiten-Mehrheiten tatsächlich in Ungarn ist. Das hat gerade bei uns in der Gruppe in der Nachdiskussion sehr viele Fragen ausgelöst. Und das andere wurde mir nochmal deutlich, dass diese technischen Möglichkeiten ungemeine Chancen bieten, längs der Donau miteinander ins Gespräch zu kommen, dass aber doch es einer hohen Disziplin bei der Moderation und bei der Durchführung bedarf. Und ich denke, dass das eine wunderbare Reihe ist, um Schritte aufeinander zuzumachen. Den Abschluss der Reihe Danube Networkers Online Lectures, kurz DALEC, bildet am 10. Juli die Vorlesung von Professor Christian Spannagel während des Internationalen Donaufestes. Thema dann: Wissensgesellschaft und neue Medien als Chance für die Donauregion.